Hey, 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 und damit herzlich willkommen zum allerersten Tag der BML Season 2 hier auf meinem Kanal. Bevor wir zum Kampf übergehen, machen wir immer einen Teambuilding-Part, in dem wir ein bisschen aufs Team eingehen können. Falls ihr diesen nicht schauen wollt, habt ihr einmal einen Timestamp mit Kampf und Teambuilding und könnt dann so durchgucken und paste es dann auch in der Videobeschreibung. Also könnt ihr auch den Paste gucken, falls ihr den Teambuilding-Part überspringen wollt. Und ja, genau. Und mit wem mache ich das Teambuilding-Video? Falls ihr auf Ares Kanal gesehen habt, wir haben eine Teamvorstellung gemacht. Und zwar ist mein Partner Ares. Mann, war das komisch. Ich bin ein Buchel. Yeah. Ja, hat gehackt, aber es passt schon. Ja, bei mir hackt es immer so ein bisschen normal. Die Leute sind gewöhnt. Ihr seid gewöhnt. Du musst mir irgendwann mal zeigen, wie das mit den Timestamps und so weiter geht. Weil das würde ich auch gerne mal bei mir einbauen. Nicht, dass man mir nachsagt, dass ich mich nicht für solche Sachen weiterbilden möchte und interessiere. Zeig's mir dann irgendwann mal. Aber jetzt das Wichtigere, wir müssen in 10 Minuten kämpfen. Wir sollten unser Team schnell anschauen. Es geht heute gegen den Liga-Leiter Not und seine Lady Niulu. Und du hast das Team wahrscheinlich eingeblendet von ihnen. Ist es schon ein Team, das eigentlich ein bisschen scary ist? Sie haben Bronson, Donarion, Logok, Libeldor, Golbat, Dianzi, Abidiffel, Wummer, Tobiris, Chevron und Botogel. Das ist das gegnerische Team. Was haben wir? Sollen wir mal so abwechselnd machen? Jeder so ein Pokémon, so gefühlt? Ja. Mit was wollen wir anfangen? Wer fängt an? Kann ich tun. Einfach im S. Wir haben... Oder nee, achso, du meinst, was wir mitgebracht haben. Ich dachte, unseren Kader, lol. Mein Kader findet ihr in der Kartenvorstellung. Ja. Link ist in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, ob es unbedingt das erste, was wir gebaut haben, aber in meiner Reihenfolge ist Blitzer zuerst, deswegen gehe ich in Blitzer erstmal. Und zwar haben wir Blitzer AC/DC dabei. Wir haben so ein bisschen so Bandnamen und Bene reingehauen. Band und Musiker und Bene. Vielleicht macht Bene auch Musik, keine Ahnung. Aber eins der ersten. Kann auch auf dem Taschenrechner Musik machen. Bestimmt. Gibt's ja Videos. Spielt auch dieses Lightsaber-Rhythm-Game. Aber darum geht's nicht. Und zwar AC/DC. War nicht das erste Set, was wir gebaut haben, aber das ist die Reihe. Und zwar haben wir ein Wishpass-Trojan gespielt. Relativ Fist-Dev, damit wir auf +1 mit einer Shuka auf jeden Fall ein EQ von Libeldra überleben können und das ganz wichtig wäre. Wish-Protect, einfach nur ein bisschen unsere offensiven Mons zu supporten. Ist jetzt relativ unkonventionell, dieses Blitzer-Set, aber hey, wir wollen ein bisschen Spaß haben und da ist so ein Wishpass Jolteon am ersten Spieltag doch gerade ein Muss. Gespeedcreeped, ja, gespeedcreeped sind wir auf. Das ist eine wunderschöne Frage. Ambidiffel sollte ja, es. Ja, auf, nee, haben wir nicht. Stimmt, wir sind auf Libeldra. Wenn wir gespeedcreeped hätten, hätten wir, glaube ich, ein +1 EQ nicht mehr getankt. Genau, wow, ja. Was. Genau, so war das. Wir haben gesagt, so Ambidiffel sehen wir nicht unbedingt und, falls ja, wir haben dann noch andere Counter, womit wir was noch besiegen können. Also hey, Toxic Wall Switch reicht eigentlich gegen ein komplettes Team. Entweder das pivoten wir raus oder wir toxicen etwas, was ganz gut für unsere offensiveren Mons sind. Und ja, so viel glaube ich zu Jolteon. Mehr muss man dazu eigentlich auch nicht wissen. Genau, wir haben als erstes, was wir uns gesagt haben, wir müssen Galoppa steinen lassen. Und Galoppa hat gewisse Antworten im gegnerischen Team und Libeldra ist so gefühlt die stärkste Antwort. Deswegen haben wir nach einem Set gesucht, das Libeldra reinlockt und wir das Libeldra One-V-One-N mehr oder weniger können, beziehungsweise unbrauchbar machen. Das war halt dieses Jolteon mit Toxic Wish Protect etc. Als nächstes unser Rapidash dabei. Den Bandnamen musst du vorlesen. Ich habe ihn bei mir noch nicht drin. Rhapsody of Fire. Genau. Ich glaube, beides ein Feuer-Pokémon ist, oder? Ja, und wegen Rapidash, Rhapsody. Wir spielen es mit den Heavy-Duty-Boots, dass wir keine Tarnstein-Probleme haben. Ich glaube, wir haben gar keine Auflockung oder sowas dabei. Nee, haben wir nicht. Das heißt, die Boots könnten da wichtig werden. Der SD, falls wir Late-Game die Checks schon weggekriegt haben, können wir durchgehen.
Und ansonsten Smart Strike ist ein super Move gegen das gegnerische Dianzi, das da auch theoretisch in die Feuermoves reinkommt. Ich meine, der Flare Blitz ist ein ganz klassischer Böller-Böller-Böller-Move und da haben sie wirklich nicht wirklich Switch-ins rein, außer die eben genannten. Bronzong droppt, Donarion droppt, Logok kommt auch nicht wirklich rein, to be honest. Und ein Wummer vielleicht noch, das könnte vielleicht noch reinkommen. Ja, ist uns aber wurscht, weil ein Wummer treffen wir auch mit der Wild Charge. Und das rundet das ganze Setup. Speed Creep auch wieder auf dem Libeldra Full Speed. Dann ist uns 40 noch übrig geblieben. Das haben wir in die KP gesteckt. Hat keinen großen Grund. Wir haben uns jetzt nicht so sehr auf die EV-Splits fokussiert. Das ist einfach relativ standardmäßig gewesen. Und der Rest ist natürlich Attack. Wir spielen Flame Buddy, weil Volkan hat es auch gerade schon gesagt. Flashfire macht überhaupt keinen Sinn. Mein guten Logo kann zwar uns treffen, aber es ist trotzdem kein Logo-Switching und wir sind schneller. Das heißt, ja, ist nicht so schlimm. Allerdings mit dem Flame Buddy können wir eventuell irgendwelche U-Turns von Libeldra punishen, auch wenn das nicht der beste U-Turn-Switching ist. Von einem Golbat können wir was punishen und was halt das Ding ist, Ambidiffle, wenn es so das kann als Skill-Link, meine ich, wenn das dann irgendwie so eine Move drückt, das verbrannt zu haben. Glaube ich immer ganz nice. Auf jeden Fall. Und was man noch dazu sagen muss, was auch ganz interessant ist, wenn wir wissen, dass Libeldra offensiv ist und durch Jolteon ungefähr bei so 50-60%, dann eher 50, dann können wir ihn sogar mit einem plus 2 Flare Blitz rausnehmen, lustigerweise, wenn offensiv Libeldra sind. Oder auf der anderen Seite ist es dann kein Switching mehr. Ja. Das war hoffentlich unser Late Game Sweeper. Allerdings müssen wir, um das Late Game bestreiten zu können mit Rapidash, auch noch andere Sachen erfüllen. Und dafür ist beispielsweise unser Clefairy zuständig. Das darf jetzt der Volkan erklären. Ja, also Clefairy ist ein bisschen komplizierter geworden. Bei dem F-Spread ist es ein bisschen schwierig jetzt. Aber wir spielen Magikarte Eviolite, ist klar. Wir wollen Rocks für das Team haben, damit Rapidash leichter die Kills abstaubt oder was anderes. Knockoff ist ganz wichtig, um Items loszuwerden. Vielleicht eine Cobra Berry ist ganz gut von Bronzong loszuwerden beispielsweise. Softbolt, um uns hochzeilen. Und Beton Pass mussten wir spielen tatsächlich. Wobei wir dann am Ende gesagt haben, dass es kein Muss ist, sondern eher Pflicht fast schon. Weil Teleport wäre zwar geil gewesen, aber Beton Pass macht dasselbe, weil Clefairy halt nichts outspeedet. Außer Bronzong, aber da wollen wir vorher raus Beton passen. Deswegen haben wir da auch 8 Speed tatsächlich reingeklatscht. Ja, wir haben genug Def, um ein plus 2 Life of Libeldra ganz gut wegzustecken. Und ein bisschen Spidef, um Donarion auch noch relativ gut wegzustecken. Also sind ein bisschen Mix defensiv, haben Spread gemacht. Wie genau der Spread noch funktioniert, werden wir dann wahrscheinlich in den Kalks im Kampf sehen. Aber prinzipiell, damit wir sowohl von sowas wie Donarion als auch von den physischen Attackern tanken oder Mixed Attackern, wie zum Beispiel so ein Live-Op-Logok, Overheat und CC, vielleicht so ein Kombi-Ding, da können wir auch auf beiden Seiten nochmal den ein bisschen stecken. Ist eigentlich relativ easy gesagt. Und ist unser Toxic Switch noch. Kann man auch dazu sagen. Ah, da haben wir tatsächlich nicht mal so wenige Toxic Switch-ins. Mit Clefairy und mit Iron Maiden, aber bei Iron Maiden sind wir noch nicht. Ich glaube, da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Es soll uns sehr viel Items abschlagen, war so der Hauptfaktor gefühlt. Soll ich mit Lady Gaga weitermachen? Bitte drum. Wir haben Lady Gaga, die eine der besten Künstlerinnen der Welt ist und die muss natürlich heute zeigen, was sie drauf hat. Als erstes unterstützen wir sie natürlich mit Essen, weil sie ist relativ mager, deswegen kriegt sie die Überreste von uns. Und zusätzlich schauen wir uns mal das Matchup an, was switcht denn da rein? Normales Switchen in so ein Mesprit ist eigentlich Bronzong. Ja. Wir subben, wir können Call Minden, Shadow Ball. Wenn es physisch defensiv ist, two-shotet der Shadow Ball schon. Da sind keine Switch-ins mehr. To be honest. Da tut er sich echt hart. Und alles, was da noch reinkommt, erleichtert uns das restliche Match. Er muss dann was Schnelleres bringen. Ja, ist dann vielleicht Libeldra oder Logok. Ist auch kein Problem für uns.
Von dem her, wir möchten damit möglichst viele Walls anbreaken. Das ist quasi, eigentlich ist unser Breaker, oder? Mesprit in dem Fall. Ja, das Left ist aber gut, der Breaker. Ich würde sagen, er ist so halb-halb. Es kann auch sein, dass wir umgekehrt mit Rapid Dash am Anfang breaken müssen, mit dem am Ende durch. Kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, was so die letzten sechs Mal, was im Endeffekt die Mons sind. Wären wir aber im Kampf halt, wie gesagt. Aber von der Coverage her, wir treffen alles außer Zubiris. Und wir hoffen einfach, dass er Zubiris nicht mitnimmt. Weil wir haben gegen Zubiris ein super gutes Mon, das ist unser Iron Maiden. Da ist jetzt der Volkan wieder dran. Ach ja, es ist Investment. Wir haben Full Modest, KP-Investment haben wir noch ein bisschen was, 80, die sind übrig geblieben. Speed, wir sind nicht voll Speed gegangen, wir haben die Speed Creep auf. Nicht Logok. Die Logok nicht, weil wir von Logok sowieso, da haben wir einen Safe Switch gefühlt. Auf dem Wummer haben wir die Speed Creep. 238 kriegt ein Wummer mit Timid und da haben wir den und Iron Maiden, glaube ich, gespeed Creep drauf, ja. Ja. Auf dem Wummer ist der Speed Creep. So, Iron Maiden. Ja. Oder noch eine Sache zu Lady Gaga. Ja. Oder noch eine Sache zu Lady Gaga. Da müssen wir aufpassen, auf jeden Fall vor Donarion, wenn wir es haben, wenn der dabei ist. Müssen wir da ein bisschen gucken, dass wir da den vielleicht in den Switch in Psychicken oder so. Müssen wir mal gucken, je nachdem, ob sie es mit. Kann auch gut mit. Egal, Iron Maiden kommt jetzt. Und zwar freue ich mich persönlich auch schon sehr drauf. Wir haben Knockoff, Sucker Punch, Iron Red, Sword Sense mit Black Glasses. Also, der böllert halt ganz geil rein, muss man sagen. So, vor allem nach einem SD ziemlich geil rein. Auch so ein Hauptgrund, warum wir Knockoff auf PP haben, weil wir erwarten auch so ein bisschen, dass sie Bronzong mit Overbury und Body Press spielen tatsächlich. Da wäre es ganz geil, wenn der in PP kommt, dass man den erstmal knockt, um die Overberry loszuwerden. Mit einem plus 2 Non-Item-Knockoff gegen Bronzong reicht. Beziehungsweise ein Sucker-Punch, weil den von Angreifen und Rocks legen können sie nicht viel gegen Iron Maiden machen mit Bronzong. Also Toxiken geht ja obviously nicht. Ne? Das heißt, so ein plus 2 Sucker-Punch könnte ganz schön reinbuttern. Muss man mal schauen. Ja, Speed-Crypt sind wir auf. Müsste sogar, ja, Full Speed Wummer. Genau. Wir konnten einfach Full Speed, Full Adamant Attack spielen. Wie geil ist das denn? Wir mussten nix creepen. Konnten einfach die Werte reinklatschen und dann 4 in Death noch. Ja. Iron Head ist halt für den Rest, den wir damit sehr effektiv treffen. So Sachen wie die Yancy zum Beispiel ist ganz wichtig. Ansonsten so Dark trifft die halt alle neutral, die sie haben. Alle. Also sie müssen schon die Yancy mit. Weil sie können die an sich nicht. Ich glaube, Bishop wird sie hart pressuren. Die können da nicht viel gegen machen. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall immer irgendwie Chip drauf bekommen. Sei es auf Donarion, sei es auf vielleicht Fistef Logok, keine Ahnung, könnten sie bringen, sollen sie bringen, dann haben wir ein Item weg. Und wenn es Fistef ist, sollte es gar nicht mehr so viel gegen uns machen, tatsächlich. Und Golbat können wir zum Beispiel knocken, der ist auch nicht wirklich ein Switch-In. Wenn er reinkommt, fehlt er ein Item. Dann sind so Sachen wie Vesprit nochmal besser, weil die eher One-Shotten können. Oder halt unser anderer Late-Game-Sweeper mit Galoppa. Je nachdem, was halt was ist. Und generell die Prio ist halt sehr, sehr stark. Auch wenn sie sowas wie Agilität-Donarion spielen, könnte das auch sehr hilfreich sein. Also der Sucker-Punch wird und der Knockoff wird sehr, sehr gut sein hier in dem Matchup. Ja, auch gegen die Beldra, wenn sich setupt. Ich habe mit Nord gerade geschrieben, die sind jetzt ready, sie kommen on. Also ich mache jetzt noch kurz das letzte Pokémon von uns. Und oder magst du das noch schnell machen, dann mache ich das mit dem Kampf dabei aus. Dass sie uns anbetteln, dass wir direkt einen fließenden Übergang haben. Ja, ich glaube, ich kannte sowieso. Dann mach du das schnell und ich schreibe mit Nord, dass sie uns anbetteln. So, du kattest da, hast gesagt. Ja, ich kattest. Nee, dann mache ich Neuwern. Wir haben Neuwern auch wieder am Start und Neuwern ist einfach unser physisch defensiver Switchen in sowas wie Blaziken. Blaziken ist super scary. Weil unser bisheriges Team wird entweder von dem einen Move oder von dem anderen Move hart rangenommen. Und wenn sie jetzt live ob CC und Flame, Fire, wie heißt der, Flare Blitz spielen, dann ist halt schon richtig weh. Dann haben wir fast keine Switchens außer unser Neuwern. Ability ist Frisk natürlich, also dass wir das Item sehen. Die Agave Berry, dass wir nochmal mehr reinkommen können. Wir haben Roost U-Turn, ganz klar. Ein bisschen Momentum und Recovery. Zusätzlich sind wir gespeed creeped auf. Das war jetzt Ambidiffel. Das war Ambidiffel, da wollten wir wenigstens eins haben, was auch. Ja. Wir spielen auch den Dragon Pulse, um auch einen Libeldra gut zu treffen. Logok
nimmt sich gefühlt selber raus mit der Zeit. Und der Superfang ist dazu da, um so defensive Sachen wie Bronzong, Diancy, so diese klassischen Sachen, die eventuell reinkommen können, die kriegen wir auf 50%. Die haben auch keine gute Recovery und das könnte uns sehr viele Match gewinnen. Wir haben halt eigentlich, das Neuwand ist ein super Switch und viele Sachen. Wir sehen Items. Perfekt. Ja, das war das Team. Und dann gibt's jetzt erstmal einen Cut zum Kampf. Und damit sind wir wieder zurück zum Kampf. Oder, nee, damit sind wir wieder zurück. Doch, zum Kampf. Was laber ich da eigentlich? Mann, du musst... doch, das war doch richtig. Okay, ja. Tatsächlich machen wir mit einem Clefairy-Lied, weiß ich nicht, wäre in Ordnung, wenn sie nicht mit Ambitiful lieben, to be honest. Ambitiful mit Knockoff wäre da ekelhaft. True. Dann wäre halt ein Rockstraight gefühlt. Wir können halt den Klassiker Neuwern machen. Wir sind schneller als alles, wir sehen das Item. Einzig Nervige wäre halt Diancy. Dann regen die halt die Rocks. Was ist, wenn sie mit Diancy? Dann U-turnen wir auf. Dann holen sie die Rocks raus. Können natürlich auch Instant Pressure mit Iron Maiden machen. Ich wollte gerade sagen, Iron Maiden würde die Gaga Lead. Auch nicht verkehrt. Mein, überleben wir nicht alles mit Iron Maiden von Vicar Volt, solange sie nicht Specs sind? Imagine, wir hätten jetzt Inner Focus, ne, und die würden Fake-outen. Uiuiuiui. Ich bin das nicht kommen sehen. Aber egal. Haben die Defog im Team? Ja, zweimal sogar. Ah, scheiße, ja, dann wahrscheinlich, dass sie damit rechnen, dass wir. Übrigens, wir leben nicht alles von Vicar Volt. Vicar Volt one-shottet uns, wenn es Modest Specs ist, sogar Timid Specs. Was ist, wenn wir es vorher knocken? Dann nicht mehr. Modest Thunderbolt macht bis 102. Wollen wir dann mit Iron Maiden trotzdem leaden? Oder machen wir damit? Machen. Oder machen wir damit was falsch? Ja, wenn zu Beerus kommt, möchten. Ja, ich weiß nicht. Ferry ist zu defensiv. Wir könnten ACDC leaden, dann kommt auf alle Fälle Flygen rein. Genau, oder wir Toxen. Wow. Also, okay, eigentlich ACDC ist entweder es kommt Flygen rein oder wir Toxen was. Ja, und auf den Fakeout können wir protecten. Mhm. Ja, dann lass ACDC leaden. Geil. Flygon, wollen wir es instant toxiken? Ja, oder? Ja, komm. Sie sind drauf gespeedcreep, okay. Das heißt, wenn sie schneller sind, sind sie scarfed. Das ist schon mal eine wichtige Information. Man könnte auch protecten, aber nee, protect macht keinen Sinn. Ich schätze mal, für ihn schon fast eine U-Turn, oder? Er wird halt nicht, also die werden halt nicht in Golbat gehen und selbst wenn können wir dann nach Wort zwischen. Das heißt, ein Toxic landen wir auf allem, solange wir treffen. Ja. Aber prinzipiell landen wir auf allem ein Toxic. Das könnte ganz gut sein. Gefühl kommt jetzt eine U-Turn. Aber das war ein super Lead von ihnen, weil mit dem EQ pressuren sie uns und mit der Dragon Attack pressuren die uns auch. Außer wir leaden mit unserem Clefairy. Das ist wahr. Also nicht. Aber von unserer Seite, dadurch, dass wir die Sugarberry haben etc., sollte das auch fein sein. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ich ja straight EQen. Macht man normalerweise Runde 1 nicht, oder? Die sind Scarf. Das wissen wir jetzt. Also die sind Scarf. Nee, die sind Scarf. Wir sind auf gespeedcreept. Bitte kein Mist, dankeschön. Okay. Der war wichtig. Ey, wenn die in EQ gelockt sind, ne? Die haben easy Setup mit Messbrit, was halt schon geil ist. Und sie sind kein DD-Flygon, was halt auch super geil eigentlich für uns. Ja? Und sie sind Adamant. Adamant Scarf. Adamant Scarf. Jolly hätten sie mit einem Max-Roll zu wenig gemacht. Jolly Max-Roll wäre 25 irgendwas gewesen. Sie sind Adamant Scarf. Wir haben jetzt zwei Optionen. Ich schätze mal, jetzt kommen die Rocks. Oh, safe. Rocks. Könnten Wish Wall switchen oder einfach Wall switchen? Mm.
würde fast schon sagen, Bolt switchen und auf die Rocks vielleicht sogar in Iron Maiden gehen? Wollen wir es riskieren wollen? Würde ich. Oh, ist schwierig. Sie können auch auf Earth Power. Ja. Ja, das ist das. Earth Power gegen Jolteon wäre halt auch eine Option. Wir könnten halt die Earth Power mit einem Wish abfangen, weil ich denke, in Earth Power sollten wir leben. Aber es ist alles so ein bisschen so. Meh. Wobei, sie sind Element Scarf mit dem Flygun, aber Jolteon macht Flygun keinen Schaden mehr. Wir brauchen die Schucker nicht mehr. Weißt du, für Flygun brauchen wir die Schucker nicht mehr. Okay. Wir machen den Flygun ja nichts, außer ein Toxic. Ja. Hast du, dass wir die Schucker noch brauchen werden? Können dann immer drauf scouten, ne? Auf was sie sich locken. Ja, das stimmt. Mit wir können noch Project scouten. Ja. Genau. Also willst du lieber wischen? Auf die Rocks? Ich würde vielleicht sogar einfach Volt Switch Clefairy und selber Rocks legen. Ja, ist auch ein Plan. Dann lass das machen. Ich glaube, das ist der bessere Plan. Tesoro wäre am Anfang noch ein bisschen risky, glaube ich. Ja, wenn die jetzt Earth Powern oder sowas. Ja, ja. Ich würde einfach Volt Switchen und Clefairy. 16. Dann sehen wir schon mal was. Gegen Diancie. 16%. Das ist ein Mix definitiv, oder? Könnte auch ein speziell defensiv sein, aber auf alle Fälle speziell defensives Investment. Aber eine Frage habe ich. Wie breaken sie Pipi, wenn sie kein D-Dance Flygon sind und keinen Bronzong dabei haben? Kann es sein, dass sie mit dem extrem viel Work machen könnten? Ja, vielleicht Weaker Volt, vielleicht kommt das irgendwie vorbei mit Ladestrahl, Sub-Ladestrahl. Kann gut sein. Ja, aber lass ein Pipi, ja. Ja, weißt du, so Sub-Ladestrahl, dass wir halt den Sub nicht brechen können. Das könnte ich mir vorstellen. Wir können jetzt rocken oder knocken. Aber Rock sehe ich eher. Die Frage ist halt. Ja, lass rocken. Weißt du warum? Weil das Bestmögliche, was reinkommen könnte, ist Golbat. Und wenn das kommt, wissen wir, es defogt. Und wenn es defogt, dann knocken wir ein. Richtig. Weil ich glaube nicht, dass sie, na gut, wobei, so wie ich noch kenne, vielleicht ist das auch Bandit Golbat oder so ein Stuff. Einfach rocken, würde ich sagen. Das Gute ist auch, schau mal, unser einziger Rock Week ist Neuburn. Neuburn war geplant, dass wir ein Blaziken checken. Es ist kein Blaziken da. Ja, das stimmt. Der ist mehr so ein bisschen zum Scouten. Superfang ist super geil. Superfang mit Strangbolt ist super geil, wenn man ehrlich ist. Knockoff hier jetzt? Würde ich gehen, weil selbst wenn der Bandit ist, sollte er uns eigentlich mit Eviolite nicht killen. Weil Pipi überlebt sogar Dynamax-Attacken. Da sollte er von Golbat einen Bandit-Giftstreich auch überleben. Eine Güte. Ja. Der kleine Rache überlebt viel mehr, als man denkt. Als ob die Bandit-Giftstreich spielen. Weißt du, was der nicht überlebt? Ein Live-Op-Max-Steel-Spike von Dragapult. Aber das haben wir hier nicht, also im Normalfall sollte er das eigentlich alles überleben. Und den Eviolite zu entfernen für Galoppa, finde ich gut. Bandit Cross-Poison Element macht uns 80 Max-Damage. Ich glaube, wenn wir das sehen, dann können wir knocken und dann im Bishop einfach wahrscheinlich gehen, wenn wir das sehen, dass die das sind. Wir knocken und dann Bett passen wir, oder? Ja, komm. Brave Bird. Okay. Easy. Was haben sie? Eviolite. Okay. Was haben sie erwartet, ist die Frage. Oder sie haben keine Giftattacke. Die sind nicht in Angriff investiert. Die sind wahrscheinlich einfach nur defensiv. Und einmal Softball und dann Beton passen? Ja. Das können wir uns erlauben. Weil ich glaube, Pipi wird die nerven. Sehr nerven. Wenn wir da einmal einen Softball rauskriegen, der wieder voll ist, der macht uns 29, können wir danach vielleicht nochmal auf Beton Pass gehen? Ich sehe den jetzt, den wo du gezappt hast. Dann Softball. Wollte gehen. Ja, guck mal, die Utah. Ja. Das heißt, wir sind wieder voll und überleben wieder alles, ne? Und wir kriegen Rocks Chip. Was schicken sie uns jetzt halt rein, gell? Das ist die Frage. Die haben nichts, das uns wirklich killt. Wenn Specs Wickervolt ist, dann sollten wir den, glaube ich, auch knocken. Einfach, um den Specs zu entfernen.
Oder? Weil Specs sollte uns jetzt nicht killen von voll. Stable mit T-Bolt. Specs Wickerbolt mit T-Bolt macht uns 63 bis 74. Ist jetzt nicht unser. Wir sind langsamer. Aber was drückt er? Er drückt doch jetzt einen. Er kann doch nur einen Status-Move drücken, oder? Kann Status-Move oder Knockoff drücken. In beiden Fällen ist Iron Maiden eigentlich ziemlich geil, weil er sollte auch sogar einen Drain-Punch überleben. Im Zweifelsfall, falls sie sowas fahren. Würde hart in Iron Maiden gehen, weil der ist der. Das ist noch mit so der Beste, der sein Item loswerden könnte. Oder Sonic Youth, weil wir sagen, wir brauchen ihn nicht, aber was machen wir im Gegenzug? Er wird halt getoxicked. Wenn sie jetzt Keen Eye oder Stall Will-O-Wisp sind, gut ab. Aber ich rechne ehrlich gesagt nicht unbedingt damit. Weil ich könnte es mir vorstellen, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn wir in Iron Maiden gehen. Wenn wir gewisped sind, oder? Falls sie sowas spielen sollten. Ich denke halt immer noch einen Knockoff. Ja, alles in Ordnung ist. Eben. Das Gute ist, Wickerwold ist nicht Scarf, das heißt, Lady Gaga ist schneller. Wir können auch noch einen Rapidash vielleicht gehen. Da, wenn jetzt Toxin ist, Rapidash vielleicht okayisch. Nee, Rapidash kann late gehen. Ah, gegen Flygen. Wir können eigentlich mit Rapidash wenig machen, weil Flygen Scarf ist. Ja, wir müssen uns immer so ein bisschen, wenn wir mit Blitzer drin sind, protecten, gucken, worauf er sich lockt. Und wenn er sich auf die Dragonclaw lockt, können wir halt immer in Pipi. Ne, ich habe jetzt von Rapidash geredet, nicht von Blitzer. Ja, nee, ich meine mit Protect erstmal gucken, was sie sich locken. Aber wir können doch jetzt in Rapidash rausgehen, oder? Findest du, wenn Toxic kommt? Oder Knockoff könnte uns nerven. Die Sache ist, Knockoff könnte uns nerven. Ich glaube, die Heavy Duty wollen wir nicht, weil abgesehen von Libeldra Tech mir eigentlich alle können immer einen Move rausholen halt, ne? Gut, dann Risky in Bishop. Ja, komm, fuck it. Der wird doch. Werden nicht. Ah, Knockoff ist okay. Wir wissen halt noch nicht, was die sind. Auf alle Fälle sind sie nicht offensiv, weil der Knockoff vom Schaden her nicht offensiv ist. Unser Knockoff drückt jetzt halt gut Schaden. Wir haben jetzt unser Item nicht mehr natürlich. Sie können uns aber nicht toxen und sie können uns nicht poisen. Sie können uns nur burnen, wenn sie keinen Prankster haben. Gehen wir das Risiko ein, das ist halt. Wir können uns halt trotzdem noch dagegen esteen, wenn sie Prankster sind. Das ist theoretisch. Ja. Einfach knocken hier und dann weiterschauen, oder? Ja. Wobei? Wir können auch Iron Headen für einen Flinch. Können wir vorstellen, dass sie einen Golbat rauspivoten und dann auf U-Turn? Wobei, wenn sie in Golbat gehen, kriegen wir einfach einmal SD wahrscheinlich. Wenn sie Taunt haben, haben sie Taunt. Ja, lass knocken. Weil es gibt halt nichts, worauf sie gehen könnten. Wickerwold. Das ist deren Check. Was hat er? Ach, die Rocky Helmet. 38. Wickerwold. Full KP ist er. Er ist voll Fistev. Er ist komplett Fistev Wickerwold. Er wird doch jetzt roosten, oder? Ja. Aber also wir machen halt. Wir müssen halt darauf hoffen, dass er angreift. Wenn wir jetzt plus, er hat kein Item mehr. Das ist wahr. Wenn wir plus 2 gehen machen, wenn wir Knockoff trotzdem nur 60 Max, ja, 57 Max Damage. Das ist kein Ding, das wir eingehen sollten. Eigentlich müssen wir rausgehen. Das ist ein Pipi, glaube ich. Ein Pipi macht dem Ding halt auch nichts. Aber wir können Beton passen, Slow Beton passen wahrscheinlich. Das ist der Punkt, den sollten wir machen, ja. Weil das macht uns halt jetzt nichts mehr. Ja, und wenn sie... Können wir sogar... Wickerwold, müssen Bolt für Steph sein. Das heißt, ein Bolt-Switch macht uns in dem Fall dann 20 bis 30 und T-Bolt macht uns 38 Max Damage. Wobei, warte, wie schnell ist ein PP von den Speedtunes her? Ah, ich glaube, Wicker ist... Nee, Wicker ist, glaube ich, 44, ne? Wicker ist 44 sein, vom Speed her. 41. Ja, das sollte schneller sein. Deswegen. Sollte immer noch schneller sein, ne? Trotzdem 8. Ja, außer sie sind irgendwie Min-Speed, aber sie müssen den Betonpass riechen erstmal, bevor sie Teleport riechen. Also, ja. Riechen eh den Teleport wahrscheinlich.
Ich glaube, PP ist wirklich unser Safe Play. Wenn sie Vault switchen, switchen sie Vault. Und ich glaube nicht, dass sie können sich halt jetzt hier leisten, nicht zu Roost. Nee, können sie sich nicht. Sie können nicht Vault switchen. Eigentlich sollte man doch in Rapidash gehen. Nachdem wir können sie keinen. Nee, jetzt gleich hart in Rapidash. Die können sich keinen Vault switch leisten, dann sind sie auf 13% und haben nur noch einen Sack. Hart in Rapidash, sagst du? Keine Ahnung, die können sich doch jetzt keinen Roost. Die können sich keinen Vault switch leisten, sonst ist das Ding down. Ja, wollen wir eher noch schaffen. Oh, ja, gut, hey, PP ist safe. PP ist das safeste. Komm, PP ist safe, ja. Ach, guck, Roots. Wollen wir darauf Beton passen dann, ja, ne? Ja. Oh, sie werden uns nicht. Die Stelle mit das wäre gut. Weil dann weiß ich nicht. Dann müssten wir, glaube ich, Neuwein raus rein und hoffen, dass sie Rocks plus Attack und Sibera aktivieren. Nee, die werden doch jetzt schneller sein. Ja, ja, ich meine, falls sie es. Ja, falls sie es nicht sind, meine ich. Okay, Vault Switch. Mal gucken, was sie gehen. Wenn es Libeldra ist, hätte ich gesagt, lass den Blitzer einmal protecten und gucken, was sie sich locken. Sableye wieder. Und eigentlich wieder ein Iron Maiden, ne? Wir two-shotten doch jetzt Wicker Vault, oder nicht? Nach einem SD? Bishop macht jetzt den Wicker Vault. Wir sind noch drinnen. Wir machen Wicker Vault 25 bis 30. Das hat 25 bis 30 heißt 50% und nee, das zuschotten wir noch nicht, das Wicker Vault. Mit Rocks auch nicht? Nee. Wir versuchen das Sableye zu bolzen mit einem Rapidash. Können wir auch. Die werden wahrscheinlich knocken. Reicht das denn überhaupt? Rapidash gegen ein Sableye. Nee, First of Sableye reicht's nicht. Hätte er gesagt, Rapidash noch aufheben und vielleicht Iron Maiden wieder so auf SD gehen und dann reicht der Sucker Punch ja nicht? Plus zwei Sucker Punch mit Rocks? Hm. Die Frage, ob sie plus zwei Sucker Punch macht 62 Max Damage. Nee, reicht nicht. Ja, mit Rocks schon, oder? 25% noch drauf? Sie sind auf 88%. Genau, und danach Rocks. Dann sind sie auf 63. Oh. Wir machen 62 Max. Ich glaube, lass trotz. Ah, Wäre wichtig zu wissen, was für Fähigkeit sie haben. Aber wir können schon Iron Maiden gehen und nochmal knocken. Knocken oder SD? Ich würde sogar fast schon sagen SD. Auf den ja. Wicker Vault switchen. Weil das ist ihr Switchen, das ist jetzt voll. Hm? Die Blacklasses, wenn wir noch hätten, würden wir two-shotten. Naja. Ja, lass einfach nochmal knocken, ja, geht jetzt wieder in Wicker Vault. Sicher? Nach noch. Ja. Nicht lieber SD und dann? SD plus. Weißt du, wenn wir jetzt einmal knocken? Mhm. Ja, wieder roosten gefühlt. Dann wenn wir jetzt einmal SD gehen, dann können sie Vault switchen. Verstehst du, was ich meine? Wäre es für uns gut, wenn wir sie auf den Roost zwingen? Ja, gut. Komm. Dann Knockoff. Jetzt müssen sie wieder roosten, sonst kommen sie nicht mehr rein. Ja. Deswegen jetzt könnten wir Rhapsody gehen. Dann lass das machen, ja? Ja, komm, lass Rhapsody. Let's go. Ja. Und jetzt stellt sich die Frage, wollen wir Raw Flare blitzen oder wollen wir einmal SD? Weil sie gehen ja wahrscheinlich nicht in ihr, oder meinst du, sie gehen in ihr Scarf Blitzer, Flygon? Ich würde es gerne in Schaden haben mit Flare Blitz. Weil wenn sie nicht in Flygon gehen, dann können wir immer noch den Smart Strike gegen Diancie oder sowas drücken. Es droppt halt dann, das ist eher speziell defensiv. Ja, muss droppen, die haben auch keine Anti-Stahlbeere. Ja. Deswegen ja, Schaden jetzt kriegen. Ja, das sollte jetzt droppen. Ja, überlebt das tatsächlich noch. Jetzt liegt aber der Smart Strike liegt jetzt doch, glaube ich, auf der Hand, oder? Meinst du nicht, die müssen? Sind noch schneller.
Die sind schneller, stimmt. Reicht der Smart Strike denn ab der Range? Haben 45 mit Flare Blitz gemacht. Das wird doch 13 machen, der Smart Strike. Ja, es ist Double Resistance. Ist jetzt komplett. Flare Blitz hat wie viel gemacht? 45. Wenn ein Flare Blitz 45 macht, machen Smart Strike 16 bis 19. Ah, dann easy Smart Strike, Baby. Woo! Damit dann sind wir kein Recoil mehr, haben wir jetzt was raus und jetzt kommt Flygen. Ja, und da können wir einfach im Pipi, glaube ich, sogar eher gehen. Weißt du, sie sind da jetzt in so einem Strudel drin, dass sie Pipi nicht besiegen können. Ja, und weißt du, was ich noch mehr glaube? Ich glaube, wir sollten den nicht reingehen, weil er hat noch 72%. Ich glaube, wir sollten den Neuwand reingehen. Ich würde nicht gerne einen EQ reinschicken. Nee, ich auch nicht. Deswegen lass doch lieber. Oh, wie geht das Ding? Das ist da nicht sogar. Bleiben wir da nicht sogar drinnen und hoffen auf den Burn? Lass uns mal kurz überlegen. Für Dianzi haben wir theoretisch noch Bishop, genauso wie Sableye. Für Vicar Volt. Boah, ich glaube Lady Gaga vielleicht dann im Core Mind oder so. Oder wir Rob Psychicken den in den Switch in. Und Libeldra müssen wir, glaube ich, beibehalten. Das heißt, eigentlich nie reinschicken. Müssen wir eher mehr so safe reinschicken und folgen. Und dann. Was ist denn der stärkste Move von dem Teil? Return, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, der hat nicht. Der die darf man spielen, die Return. Ja, wir dürfen nur HP. Es geht. Naja, ist ganz geil geregelt eigentlich, finde ich. Ja, du willst eigentlich nur. Turn ohne Damage Boosting als Item macht Return 78 Max Damage. Also willst du lieber Flare Blitz? Ich glaube, dass wir jetzt eher auf den Ding gehen, auf den Fake Out. Aber wir haben auch keinen richtig guten Fake Out Switch-In, oder? Nee, doch, Zesuka eigentlich. Der pressert den schon mit Sucker Punch relativ gut. Aber der kann halt Low Kick, theoretisch. Zwar und durch. Ja. Wir müssen nach dem Nana müssen wir noch ein bisschen Schaden kriegen, dass wir mit Psysiorio pressuren können. Ah, dann lass Flare blitzen, oder? Ah, es ist halt blöd, aber ja. Oder warte, wie ist mit Blitzer eigentlich? Ist auch Fist Death. Ja, wir kriegen nochmal Rocks Damage. Wir sind zwar schneller, aber wir haben keine Recovery in dem Fall. Ist nicht schneller, leider, wenn sie nicht. Stimmt. True. Hm. Wir können hier jetzt das, glaube ich, opfern. Ja, ich glaube. Wir kriegen halt den Fake-Out-Burn. Wir kriegen einfach den Fake-Out-Burn und drücken Flare-Blitz. Ich glaube auch, dass wir Blitzer noch mit Wish nutzen können gegen Sableye und Dianzi und auch gegen Vicar Volt dann Toxic und Wish zu landen. Ich glaube, Blitzer ist noch sehr wichtig. Nicht sehr wichtig, aber der könnte gegen die letzten drei gut ankommen. Ja, ich sehe das. Wir können mit Blitzer plus Lady Gaga plus Full Life Games Pick. Gewinnen. Ja. Ja, lass Flare blitzen. Oh! Oh, Life Orb. Den wollt man. Bitte? Aber könnt theoretisch in Sonic Youth gehen. Und dann roosten. Roosten. Nee. Nee, wir haben drauf gespeedcreep. Wir können drauf roosten, oder? Der kann uns ja, ich meinte, Neuwan ist schneller. Ja, Neuwan wird uns halt wahrscheinlich noch knocken. Na, es ist nicht schlimm. Er stirbt halt an Life Orb. Das heißt, wir roosten und sind wieder voll. Ja. Wir verlieren im Zweifel zu unserer Aguaf Berry. Und Neuwan hast du ja auch schon am Anfang gesagt. Der ist nicht so. Wir können einfach drauf roosten. Ja. Zwei Möglichkeiten. Wir können entweder roosten oder wir können U-turnen. Bei Roost sind wir voll KP gegen irgendwas, was reinkommt, was wahrscheinlich Flygon ist. Dann muss Flygon die Drachenattacke drücken. Allerdings werden sie wahrscheinlich U-turn drücken. Oder wir selber drücken U-turn. U-turn. Nee, können wir nicht, weil dann killt. Wir möchten eigentlich den Schaden von ihm jetzt auf Sonic U fressen. Wir müssen roosten. Sind nicht voll KP. Weil dann nach einem U-turn könnten wir. Ja, okay, gut. Ja, na gut, nach der. Oh. Genau, oh, deswegen. Schön. Ja. Okay, Leftovers. Die werden jetzt was drücken? Moonblast vielleicht? Eigentlich, wir müssen hier U-Turn. Moonblast, ja.
Lutern und dann vielleicht den Piepen und dann erstmal darauf softboilen. Toll, weil ich glaube. Das ist, glaube ich, das. Ja. Weil du, das, gut, dass wir auf dem Handyfarm so viel Schaden bekommen haben. Ja. So, Pipi it is. Pipi, let's go. Boomblast. Der two-shottet uns nicht, der juckt uns nicht und wir softboilen hier ab. Also. Müssen no. softboilen, dass wir das flaggen und wieder checken können und dann ist es super. Ich liebe es, wenn C-Picks Work machen. Ich würde jetzt auch irgendwann mal Genesung drücken. Ja. Wenn man es nur Knock-Off gezeigt. Können aber nicht drinbleiben, weil der Knock-Off ist halt immer wieder nervig. Die Frage ist, können wir in Joltieren gehen? Würde ich sagen, weil dann kriegen wir einen Wish raus, einen Toxic raus. Ja, das Toxic wäre halt gut gegen diese Sableye. Vor allem, wir haben da nicht so viele Switch-Ins. Yancy geht auch langsam zu Neige. Das heißt, wir können einmal wishen. Wahrscheinlich sogar. Ja. Ja, lass den Jolteon, glaube ich. Kann mir vorstellen, dass sie vielleicht jetzt auch die Genesung oder sowas drücken. Ah, eben. Sie wissen immer ein Bisharp und Jolteon, glaube ich, könnte jetzt gut sein. Dann wischen wir das auch wieder hoch. Dann ist unser defensiver Backbone ist hochgewischt. Trent, oh. Oh, da wollten sie ihn, Ich würde jetzt aber sofort toxiken. Ja, komm. Ja, komm, Jolteon. Ja. Oh, okay, jetzt können wir wischen. Jetzt können wir aber wirklich wischen hier. Glaubst du, dass du das Matchup gegen uns gewinnst, hä? Wir haben Wish Protect Jolteon. Warte, der Drain Punch hat 15 gemacht. Der Knockoff macht jetzt weniger. Das heißt. Heißt das dann, dass wir nicht protecten, sondern nochmal Toxic? Auf den Libeldra switchen, maybe. Warte. Der Knockoff hat 28 gemacht, der Drain Punch 15, Sableye, wir sind ohne Item. Knockoff gegen Drain Punch, die sind ein bisschen, was sind denn die für ein Investment hier? Drain Punch macht 14 bis 18, Knockoff macht 18 bis 21. Wir müssen protecten, gefühlt. Ah, schade, ich dachte ohne Item macht das weniger, weil es Doppelte ist. Aber so wird es anscheinend nicht. Ja, ist halt Step. Ist halt Step. Okay. Ja. Ah, genau, der war nämlich so. Aber Double Protect. Ah, nein, nicht Double Protect. Der Protect funktioniert jetzt erst, weil die rausgeswitcht sind. Ja, sag ich. Wir können jetzt einfach protecten. Ja. Okay, ja, gut, dann hatte ich einen Brainlag, weil ich wollte deswegen nicht Protect drücken, wegen Flyer und Double Toxic. Aber da, klar. Gut. Gut, dass wir dich haben. Okay. Das heißt, wenn sie sich auf dem EQ locken, müssen sie hart raus. Und wenn sie hart raus müssen, wären die Optionen bei uns okay. Ja, was spricht das gegen noch einen Protect? Ich meine, die kriegen nochmal Schaden vom Toxic. Stimmt, wir können mal scouten, ob sie Dings haben. Meinst du, sie sind Rest? Das wäre ein bisschen nervig. Boah, ich hoffe es nicht. Wir haben Bisharp. Ah, stimmt schon. Nochmal protecten oder wischen? Wischen wäre natürlich auch eine nette Idee. Oder wir könnten Protect auch erstmal scouten, was sie überhaupt noch so drauf haben. Ich möchte nicht, dass sie einen Toxic haben. Ja, lass einfach. Ja, dann lass protecten und scouten, was sie noch so haben. Ja. Earth Power, okay. Wir haben jetzt gesehen, dass wir gesehen haben, dass sie Earth Power haben. Meinst du, sie drücken da nochmal Earth Power? Aber gleichzeitig. Ich glaube, für sie ist Moonblast jetzt der safere Move. Ja, aber was hindert uns daran, in Pipi zu gehen? Vielleicht. Pipi können wir safe gehen, ja. Das Schlimmste wäre ein Double. Ist das so schlimm, Double? Eigentlich nicht, gell? Es gibt halt nicht viel, was Pipi predet, außer Sableye. Und da können wir halt immer einen Bishop. Wir müssen halt immer doublen. Und das heißt, wir können halt im besten Fall halt immer ein bisschen Rocks auf Iron Maiden als Chip. Wir sind einig, dass das Teil des Diancy ist definitiv, gell? Ja, das ich hat möchte halt auch was. Spiel, das macht jetzt. Umblast macht uns 27. Earth Power macht uns 48.
Echt? Ah. Nochmal wischen. Einmal. Ich möchte schon fast wischen, weil wenn das Jolteon noch irgendwie relativ hoch ist, dann können wir Wickervolt auch noch checken damit. Ja, dann lass wischen. Ah, der Toxic. Den habe ich ungern gesehen, aber... Fehlt der Wall Switch? Aber wir wollen den Wall Switch gar nicht, ne? Wie hast du gesagt, macht der 48? Mhm. Und wir haben 2-2 Toxiken, falls sie auf Flygon gehen? Aber, nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Wenn wir Wall Switch und Flygon reinkommen, dann ja. Protect. Und... Ärgerlich. Aber auf der anderen Seite, so schlimm ist es nicht, weil Ambipom ist down, das ist down. Wickervolt sollte von FLG-Pick von Clefairy gewollt werden. Das sollte auch gegen Neuver nicht so viel machen. Wir müssen uns den halt auch aufheben, dass wir noch was toxen können. Wir müssen halt Wickervolt toxen. Dann haben wir Game. Dann lass einmal Volt switchen, oder? Ja, gehen wir lieber mal raus. Sehr gut. Dann haben wir wieder einen Bishop des Vollgehaltes. Nein, nicht dein Ernst. Können sie nicht machen. Was? Die haben nicht allen Ernstes die Red Card. Nein. Oh nein. Ausgerechnet der. Alter, das ist so belastend, ne? Ja, wobei in der Range ist jetzt eigentlich egal, was reinkommt. Eigentlich schon. Meinst du, die drücken nochmal Drain Punch? Reicht der Iron Head eigentlich? Nee, ne? Die haben das Item jetzt verloren, das ist das Problem. Ja. Macht der Iron Head überhaupt? 39 bis 47. Das Iron Head, das ist eigentlich kein Drawback, wenn die. Ja. Ja, sie können uns auch nicht mehr prankstern oder sowas. Der erste Clef-Kill. Ja, hey. So, müssen wir die Kills mitschreiben eigentlich? Ich glaube nicht. Spricht jetzt was gegen Neuvern? Eigentlich Neuvern nicht. Ist eigentlich gegen Flygon ist Neuvern Trash. Na, ist es noch gut. Ich glaube, Clefairy und Neuvern aufbehalten ist schon noch gut. Das ist wahr. Jolteon. Wird Jolteon jetzt fast gehen. Iron Maiden ist noch ganz geil mit den ganzen Sucker Punches. Ja, Jolteon. Wenn jetzt der Volt Switch kommt, Bugbuzz kommt, okay. Ja, ist ein. Bugbuzz haben sie, okay. Heißt für uns eigentlich Neuvern gehen? Im Rest machen wir zu wenig. Die wissen ja noch nicht, was wir Neuvern sind. True. Also, dass wir haben. Wir könnten Flammenwurf haben. Flammenwurf sollte auf der Range, glaube ich, killen. In ein Fist of Wickervolt. Flamethrower. Ich gebe es da mal ein. Noch einmal Ringpulsen. Ringpuls macht 31 bis 37. Er macht uns halt auch nicht so viel. Er ist ja bold. Ja, eigentlich bold. Der Voltage macht einen 40 Max Damage. Ein Flamethrower sollte 44 bis 53 machen. Bei unserem Investment, wenn wir offensiv wären, Kills. Lass doch einfach Dragon pulsen. Ja, komm, lass uns schon die Cube Dragon pulsen. Ich meine, er kann da Yancy nicht mehr reinschicken, weil da Yancy halt toxic ist. Kann Sableye nicht reinschicken, weil Sableye killt. Kann Flygon nicht reinschicken. Ich glaube, er muss in Wickervolt bleiben und dann müssen wir mal schauen, was halt der letzte Move ist von ihnen. Ja, dann gehen wir in Sonic Youth. Ja. Dragon Pulse, ne? Ist fast gegen alles der beste Move. Gegen Diancie, dann können wir danach raus U-turnen. Lass jetzt mal deine Max. Nee. nee. Ja. Ja, Max Wormwind, Angriffsdrop. Wenn Dianzi reinkommt, Max Flutterby, dann kann er uns nicht killen und stirbt dann Toxic. lass die. Also wir müssen halt schauen, dass wir das Wickervolt so gut wie möglich rauskriegen. Ja. Ja, da ist der Chip, glaube ich, richtig. Let's go. Hold Switch. Okay, perfekt. Nice, da hat noch 5%. Da hat noch 5%. Da muss er nochmal in Rocks.
Wenn wir in Rocks kommen, aktiviert sich unsere Aguaf-Berry, was richtig geil ist gerade. Er muss halt jetzt auf den Dragon Move gehen, oder? Dragon Move oder U-Turn, die zwei Optionen hat er. Er kann, wenn er auf U-Turn geht, geht er in Sableye, und wenn er auf Sableye geht, können wir auf Iron Maiden. Wenn sie doublen, dann doublen sie. Dann können wir wieder zurück zu FLG picken. Sollte ihm eigentlich nicht viel machen. Wenn er jetzt Earthquake, gehen wir einfach in Sonic U und boah. Ne? Ja, ich glaube, Pipi ist immer der Play, oder? Safe. Mhm. Ja, ja. Das, wenn sie U-Turn, wir haben. Oh, Iron Tail. Was heißt denn das, dass wir in Iron Maiden gehen können? Wir können jetzt in Iron Maiden gehen und kriegen einen Knock-Off-Kill. Ja. Geht ein Gold und dann kriegen wir noch einen Kill. Eigentlich heißt es nichts Schlechtes für uns. Ja, lass einfach einen Iron Maiden. Dadurch, dass sie so defensiv mit dem Rest sind, können wir immer noch einen Softball draus. Ja. Ja, Iron Maiden. Wenn sie Iron Tailen, Iron Tailen sie nochmal. Ah, guck mal. Jetzt können wir einfach Knock-Offen, oder? Gut, dass wir den hochgeheilt haben. Also, Vikavolt droppt an den Rocks mit Knock-Off. Diancie droppt an den Rocks mit Knock-Off. Sableye droppt an den Rocks mit Knock-Off. Ja. Beiden verlieren es gar. Ja, Knock-Off. Idee. Tschüss, Diancie. Er muss halt jetzt wieder in Fliegen gehen. Er muss jetzt wieder in Fliegen gehen. Wieder nicht. Iron hätten wir jetzt hier. Oh, oh, Baby. Wow, das ist echt Damage. Das heißt aber, sie sind Prankster. Super für uns. Wir könnten jetzt theoretisch einmal Estin. Dann lass einmal Estin. Dann nehmen wir doch Flying auch mit dem Estin raus, oder? Warte, ich kalk's noch schnell. Er ist schon mit Estin und du weißt, was ich meine, gell? Selbst wenn nicht, Lady Gaga überlebt alles von Flygon, dadurch, dass noch so defensiv sind. Flygon, Sucker Punch auf plus 2 killt ein Flygon auf Full KP, ja? Esti! Oh, stört uns nicht. Nee, Iron Head. Ah, oh, siehste, das sind die Vorzüge von keinem Live-Op. Wir wären schon längst tot. True. Sucker Punch. Natürlich. Ja. Und selbst wenn er. Nur noch drei. Baby Bishop. Ich. Oh, Baby. So ein gutes Mon. Locken. Oh. Ja. GG, Wolfgang. GG. Ah, ich sag's dir. Bishop, ich werde Bishop immer mehr lieben von Spielzeug zu Spielzeug. Ich spüre es schon, Markus. Ich spüre es schon. Ja, ich auch. Ah, ja, nochmal GG an Nord und Newlo auf jeden Fall. Trotz, dass jetzt unser Matchup relativ bei uns war, haben sie sich noch gut geschlagen. Ich meine, wir hatten schon sehr viele starke Threads gegen sie. Das muss man halt sagen. Wir haben uns absolut auf solche Sachen, die sie mit hatten, da waren wir nicht so gut gepreppt. Ich meine, ein Aim-Pom, ein Ambipom, das macht uns sehr viel Druck, to be honest, mit dem Set, das es hatte. Und auch dieses defensive Wickervolt damit. Da hatten wir nur eins, das ist umbollert, also böllert. Rapidash. Das war schon nicht so leicht im Kampf dann. Im Teambuilding hat es sich leichter angefühlt. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem Scarf. Flygon war halt echt ziemlich krass. Also. Oh, ich schreib mal kurz. Prinzipiell unsere Brings waren geil. Also ich fand's, also Pipi war halt wirklich ein richtig guter Kleber. Ich glaube, der ist in der BML auch ein sehr starker Pick, wenn ich ganz ehrlich bin. Mesprit hat leider nichts machen können, weil immer noch ein, Mesprit war dann tatsächlich bei dem, was die Gegner mit hatten, nicht so gut. Das stimmt. Wobei der am Ende hätte auch aufräumen können. Mesprit lebt halt einen Move und fertig. Ja. Also wenn Flygon aus irgendwelchen Gründen nicht gestorben wäre, weil sie irgendwie sehr bulky sind, trotz Scarf, kaum Speed-Investment haben, dann hätte halt auch Vesprit gewonnen, weil bei voller KP tankt er alles und outspeedet Vikavolt. Hm? Aber wir können dagegen, solange Vikavolt da ist, können wir halt kein Setup machen. Das ist das Problem gewesen. Aber gut, ist ja egal.
Der Rest vom Team hat, glaube ich, also Jolteon guten Job gemacht, zwei wichtige Toxics gebracht. Das eine Toxic auf Sableye hat uns das Setup ermöglicht. Das andere gegen Dianzi hat immer wieder downgechippt. Nicht super wichtig gewesen. Neuven hat genau das gemacht, was wir wollten. Kommt rein, gibt uns Momentum. Und Pipi hat genau das gemacht, was wir wollten. Ein paar wichtige Knockoffs. Einen Batten Pass uns schön gegeben, einen Softball gegeben. Und ich glaube, über Bishop müssen wir nicht diskutieren. War schon okay, wenn Crit kommt mit dem Drain Punch, kann er uns killen. Ja, aber wir hatten noch Pipi. Pipi war halt echt ein heftiger Kleber. Und ja. Ich meine, früher oder später kommt ja dieses Flygon-Matchup wieder. Wenn sie den Iron Tail dann treffen, dann knocken mir halt den Scarf weg. Und ja. Oder beziehungsweise, wenn sie dann auf Iron Tail gelockt sind, sollte Neuwagen, glaube ich, nach der Beere einen überleben. Wäre noch gegangen, wäre der hätte Drain Punch gekriegt. Ja. Gut, was glaube ich, in dem Kampf ganz gut war, und damit beenden wir es auch, glaube ich. Der Damage, den wir auf Ambipom gekriegt haben mit dem Flare Blitz, der war wichtig. Genauso zum Schluss der Damage auf den Wicker Vault mit dem Dragon Pulse. Yes. Die haben es uns sehr viel erleichtert, weil sie dann nicht mehr recovern konnten oder reinkommen konnten. Gut. Ja, dann würde ich das hier mit beenden. Nächstes, erstmal Kadervorstellung bei Ares-Kanal. Check das aus. Link in der Videobeschreibung. Was? Das bin ich. Ja, bist du. ansonsten Kampf alle 2 Wochen bei einem anderen von uns. Das heißt, nächste Woche beim guten Markus, also Ares. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend am Tag. Guten Nice Life. Macht's gut. Bitte euch.